So, hallo, schön, dass ihr da seid. Und zwar ist das jetzt ein Update zu meiner Abo 50 Plus Challenge, und zwar die 24-Stunden-Challenge, die ich ja schon erwähnt hatte. Es haben jetzt einige Leute gesagt, ich möchte an dieser 24-Stunden-Challenge dran teilnehmen. Und somit ist das jetzt auch die Antwort darauf und auch nochmal die Vorstellung der Preise. Und nochmal ein bisschen Erläuterung zu dieser 24-Stunden-Challenge. So wie schon bei den Review gesehen von der 50-Plus-Challenge, was ich da erklärt hatte. Bei der 24 ist es so, 1 Liter Wasser, Feldflasche, Canteen-Cup oder nimmt eine Nalgene mit einem Tatonka-Becher. Ist eigentlich Bums. Als Kocher dürft ihr so ein, Moment, so ein Feuerstahl, sprich so ein, Feuerstahl halt mitnehmen. Ihr dürft auch einen Tarp mitnehmen und oder ein Poncho und euch da und eine Verpflegungseinheit, das heißt ein Fertiggericht oder eine Dose. Bitte bei der Dose um die Lasche abbrechen. Was wichtig ist bei dieser 24-Stunden-Challenge, ihr müsst Wasser suchen, ihr müsst euch zum Teil auch aus der Natur ernähren. Im Hintergrund habe ich das jetzt mal eingeblendet. Ihr seht das ja, hier haben wir ja Hagebutten, es ist Wacholder da, es wachsen wilde Möhren. Also wer ein bisschen sich mit Survival-Bereich auskennt, der weiß, dass man sich auch ein bisschen aus der Natur verpflegen kann. Das ist eigentlich so der Konsens für so, die 24 natürlich bei dieser 24-Stunden-Challenge sehen möchte, ist, das wisst ihr auch schon von der ersten, von der 50-Plus-Challenge, seid ihr links in der linken Hand verbunden, seid ihr rechts in der rechten Hand verbunden und Hand ist nicht einsetzbar. Ich möchte auch bitte Videos sehen, wo ich euch, wo ihr vielleicht abends am Lagerfeuer nochmal sitzt oder ein kleines Feuerchen oder denkt bitte dran, beachtet die Landesjagd- und Forstgesetze, sprich auch das Waldgesetz. Da solltet ihr ein bisschen Obacht drauf halten. Es kam auch so eine Sachen wie, kann ich eine Hängematte nehmen? Pff, Leute, wir haben momentan nur aktuell Unwetterwarnung. Es gibt genug umgestürzte Bäume. Die Harvester sind in den Wäldern auch zur Gegend. Also da liegt auch genug entassetes Zeug rum, sprich Äste rum, Tannenzweige. Also auch eine abgestorbene Baumkrone, die auf dem Boden liegt oder die abgesägt wurde vom Bruchbaum. Selbst eine hochgeklappte Baumwurzel, auch da ist die Möglichkeit. Also einfach nur ein bisschen die Fantasie spielen lassen und schon hat man auch einen vernünftigen Unterstand. Macht es euch nicht zu einfach, es soll ja auch interessant sein. Die Preise sind interessant, die zeige ich euch gleich noch. Und ich glaube, wenn ihr die Preise seht, dann ist das eigentlich schon eine Rechtfertigung, dass man sagt, okay, ich leg mich mal ein bisschen ins Zeug. Ich bin auf alle Fälle gespannt auf eure Videoantworten. Denkt dran, Teilnahme ist nur möglich, wenn ihr Abonnenten von meinem Kanal seid. So, der erste Preis ist dieses Outdoor-Messer der Firma Icorn. Das ist jetzt, wie gesagt, der erste Preis. So, der zweite Preis ist dieses Not-Bivi für eine Person von der Firma Mountain Equipment. Das ist wie gesagt, so, und dieser dritte Preis ist dieser Schweizer Notkocher Nummer 71 von der Schweizer Armee. Ihr kennt ihn alle, ich zeige es nochmal. Er hat ja hier diesen Aufsatz, wie gesagt, der Kocher ist nagelneu. Und das ist jetzt der dritte Preis. Eine Doppelteilnahme an meiner Challenge ist auch möglich. Das heißt, Doppelteilnahme insofern, ich mache die normale 50-Plus-Abo-Challenge mit und ich mache die 50-Plus-24-Stunden-Challenge mit. Ist möglich, aber unter der Prämisse, aktuelle Tageszeitung, zwei verschiedene Tage, Minimum. Und auch jedes Mal ein neues Lager und sich auch der Challenge dementsprechend einbringen. Das heißt, wenn ich die 50-Plus-Challenge mache, wo ich sage, ich baue ein Lager auf, dass man übernachten könnte, ich mache mal was zu essen. So, und das ist jetzt meine 50-Plus-Challenge, so nach dem Motto. Ist okay, bei der 24-Stunden-Challenge die Prämissen halt, ich möchte Videos sehen, wie ihr das Lager auch aufbaut. Ich möchte sehen, wie ihr abends am Esbit-Kocher sitzt, der vor euch her brodelt. Ich möchte ein Aufwachvideo sehen, dass ihr sagt, guten Morgen Leute, es war eine zerknitterte Nacht. Sowas in dem Bereich, worauf ich ganz, ganz besonders Wert darauf lege, Leute, Safety first, Sicherheit geht vor. Kommt Unwetter oder aus welchen Gründen, brecht lieber die Challenge ab, weil das Leben ist wichtiger und auch
die Gesundheit. Also ich möchte nicht, dass jetzt irgendeiner bei so einer Challenge zu Schaden kommt. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es macht euch mördermäßig Spaß. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Die Preise sind cool. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Wir sehen uns. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß. Euer Stefan und bis bald im Wald. Haut rein!